Heute geht es um das Thema Eisenmangel. Ich möchte dir zeigen, wie du es schaffst, wenn dein Kind Eisenmangel hat, dass es, wie es da rauskommt, auf natürliche Weise. Die meisten wissen, wo es eisenhaltige Lebensmittel gibt, beziehungsweise in welchem Lebensmittel Eisen enthalten ist. Aber die wenigsten, auch ich früher, wissen, wie sie es ihrem Kind geben. Ja, unsere Kinder heutzutage mögen leider die gesunden Sachen nicht so gerne, weil es einfach zu viel verarbeitete Sachen da draußen gibt, die viel besser schmecken. Ich mache es kurz. Eisen... Okay, jetzt wurde ich gerade hier gestört, weil es so laut war. Eisen findest du in grünen Pflanzen. Ja, ob sei es... Bist du von YouTube? Ja. Mann, Fritz? Ja. Ich will deinen Kanal abonnieren. Ja, du kannst mal winken. Hallo. Jetzt geht es darum, Kinder. Die Kinder essen ja nicht alles. Und ich habe ja das gleiche Problem, ja, dass die Kinder einfach nicht alles essen. Die Mutter weiß, in Hülsenfrüchten, da ist Eisen drin, aber die Kinder wollen es nicht. Wenn ich jetzt zu Hause einen Linseneintopf mache, das isst keiner. Ja, die hungern. Die hungern wirklich, die streiken dann und sagen, es sieht aus wie gekotzt, das essen wir nicht. Und die wissen ganz genau, die gehen in die Küche und machen sich einfach ein Brot. Deshalb, wie mache ich das? Ich mache ihnen meistens Smoothies. Ja, die sind Rohkost, die sind frisch. Da ist grünes Blattgemüse. Ich nehme nicht viel. Anfangs habe ich es falsch gemacht, zu viel genommen, schmeckt nicht. Also das heißt, wenig Babyblattspinat oder Grünkohl, je nachdem, was gerade da ist. Ja, ein bisschen Petersilie rein, ein bisschen Basilikum rein und dann das Obst rein. Eisen ist mit Vitamin C in Kombination sehr, sehr gut vom Körper aufnehmbar. Deshalb Obst. Obst, da ist ganz viel Vitamin C drin meistens, gerade wenn es frisch ist und reif ist. Dann einmal mixen und dann trinken die das. Die trinken es nicht immer gerne, aber da stehe ich halt da und sage, das trinkst du jetzt. Solange ich da bin, trinken wir mal alle zusammen. Es schmeckt ja nicht eklig, aber es sieht halt grün aus. Das ist so der ganz große Punkt, wo ich es schaffe, meinen Kindern etwas zu geben, wo Vitamin C ist, überhaupt Vitamine und Mineralien. Dann Spirulina und Chlorella. Komischerweise essen das die Kinder gerne bei mir oder die trinken das ganz gerne. Da sind auch ganz viele Vitamine drin und deshalb gucke ich, das ist ja auch grün, da ist ja ganz viel Chlorophyll drin und da ist dann auch Eisen drin. Ja? Chlorophyll hat immer Eisen. Deshalb Spirulina und Chlorella, aber da muss man immer aufpassen. Gerade das, was aus China kommt, schmeckt meistens so ekelhaft nach Fisch, dass selbst ich das nicht mag. Ich gebe ihnen diese Tabletten, oder wie heißen die? Presslinge. Und das schlucken die mit Wasser. Mein ganz kleiner kaut die sogar ganz gerne. Die Großen mögen es nicht so gerne kauen. Die schlucken es auch mit Wasser. Es gibt es auch als Pulver, schmeckt aber nicht so gut, muss ich zugeben. Also wenn du es deinem Kind als Pulver gibst, musst du mal probieren, je nachdem, ob das Kind dann bereit ist oder nicht. Ich würde darauf achten, das Kind auf jeden Fall nicht zu zwingen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Aus eigener Erfahrung, als Kind wurde ich immer gezwungen zu essen. Und was hat es gebracht? Ich war trotzdem immer sehr dünn und wollte nie essen. Aber genau, das sind so die wichtigsten Sachen, die ich dir mitgeben kann. Wenn du deinem Kind Eisen geben möchtest, dass es wirklich mehr Eisen nimmt, gib ihm frisches Obst. Normalerweise essen Kinder gerne Obst, ja, wie Melone, Orange und so weiter. Und nachher ein Smoothie mit grünen Sachen. Gerstengras hat auch sehr viel Eisen. Kannst du das Pulver nehmen und dann zum Beispiel mit Obst mischen und dann trinken die das. Anfangs natürlich, Kinder, die sowas noch nie getrunken haben, werden sich ein bisschen sträuben, aber ich würde dann ein Spiel draus machen. Bei mir habe ich ja mein Spiel am Anfang draus gemacht. Wir trinken das jetzt und ihr sagt mir mal, was in dem Smoothie alles drin ist. Ja, wir haben so einfach so ein Theater gemacht, dann saßen die Kinder da und mussten erraten. Dann habe ich gefragt, ist da Ananas aus Norwegen drin? Da haben die gelacht, Ananas wächst doch nicht in Norwegen, Mama. Und so habe ich sie halt einfach ein bisschen... nicht verarscht, aber ja, die haben getrunken und einfach mitgemacht. Ne? Dann habe ich gefragt, ja, wo wächst denn die Ananas? Dann einer sagt Afrika, der andere sagt im Kongo, jeder sagt was anderes. Und dann haben wir so ein bisschen über Erdkunde gesprochen. Dann, was ist denn da noch drin? Haben sie geschmeckt? Ich glaube, da ist auch Banane drin. Dann sage ich, ja, Banane wächst doch bei uns im Garten, oder? Und dann, nein, Mama! Und bis sie es dann getrunken haben. Es nimmt Zeit, ist manchmal anstrengend, gerade wenn du als Mutter eigentlich gar keinen Bock auf so einen Mist hast und zu tun hast. Aber so kriege ich es dann rein. Also wo ist dann, genau, noch eine Sache, was ganz wichtig ist, dass Milchprodukte die Eisenaufnahme hemmen. Gerade wenn du deinem Kind jetzt Haferflocken mit Milch gibst, Haferflocken enthalten zwar Eisen, aber da würde ich gucken, dass ich eine pflanzliche Milch nehme. Gibt es ja ganz viele, lässt sich jetzt auch nicht so vermeiden. Ne? Wenn du Kuhmilch nimmst, hemmt das dann leider die Eiweißaufnahme, die Eiweiß-Eisenaufnahme. Medikamente hemmen das auch. Kaffee trinken Kinder jetzt nicht, aber es würde es leider auch hemmen. Und genau, so würde ich das machen. Man kann auch grünes Eis machen. Einfach Gerstengraspulver, je nachdem, was für Pulver du zu Hause hast, Wiesengraspulver, Spirulina-Pulver und dann Banane, was Süßes, vielleicht noch Datteln rein, dass es süß ist, dann hast du grünes Eis und dann haben die auch nochmal Eisen da drin. Ich würde mich nicht zu krass darauf fokussieren, den Kindern zwanghaft diese gesunde Ernährung zu geben, aber so Schritt für Schritt immer mal so ein bisschen ins Essen verstecken. Du kannst auch, wenn du eine Soße kochst, ein bisschen Linsen reinmachen.
hat meine Mutter mal früher gemacht, oder wenn du eine Suppe kochst, auch ein bisschen Linsen reinmachen, danach wird es püriert, dann merken die es nicht, dann haben die auch nochmal Eisen aus den Hülsenfrüchten. So mache ich das jetzt mit meinen Kindern. Ich bin sehr gespannt, wie ihr es mit euren Kindern macht, dass ihr, wie gebt ihr ihnen Vitamine, Mineralien, wie stopft ihr sie voll mit gesunden Sachen. Lasst uns mal unten in der Infobox bzw. unten in den Kommentaren austauschen, sodass auch die anderen Eltern davon profitieren können. Lasst uns einfach gegenseitig helfen, unseren Kindern eine gesündere Zukunft zu bieten. Und lasst mich wissen, welche dieser Tipps du jetzt direkt übernehmen wirst. Smoothies, grüne Smoothies oder Chlorella Spirulina. Was von den beiden würdest du jetzt sofort implementieren und ausprobieren bei deinen Kindern? Bin ich sehr gespannt. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video.